Hallo und herzlich willkommen zu Railway Empire. Das Spiel gibt es seit 2018, allerdings gibt es seit ein paar Tagen eine neue Erweiterung, und zwar Down Under. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Australien. Verfügbar ist dieser neue Modus einmal für freies Spiel und Modellbau. Und es gibt ein Szenario, nennt sich Pioniergeist. Da können wir mal ganz schnell reingucken. Und zwar ist das hier. Geht von 1830 bis 1930. Und da hat man dann entsprechend eine Aufgabe zu erfüllen, die sich um Australien dreht, so wie es bei den anderen Szenarien hier um Amerika geht. Hier geht es um Rhein-Mexiko, das ist das Mexiko-DLC. Hier ist das Great Lakes, schauen DLC, dann Südamerika. Dann gibt es hier Großbritannien und Irland, auch ein DLC. Hier ist quasi Mitteleuropa, Frankreich und Nordeuropa. Das sind quasi alles DLCs. Ich habe das Down Under DLC zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt würde ich sagen, man sieht dann hier auch schon auf dem Bild, dass natürlich, also das Prinzip vom Spiel ist natürlich immer dasselbe geblieben. Nur die Vegetation, die Züge und die entsprechenden Waren haben sich dann angepasst. Es gibt vier Gebiete zu entdecken. New South Wales, Queensland, South Australia und Victoria. Und dann gibt es noch drei neue Lokomotiven, die in dieses Gebiet da reinpassen. Dann gibt es ein neues Siedlungsfeature auf der Karte, auf der Down Under Karte. Da können Spieler an definierten Positionen Städte gründen. Und da kann man das Wirtschaftssystem natürlich entsprechend dann so, oder die Städte so entstehen lassen, wie man es möchte. Dann gibt es neue Früchte, beziehungsweise neue Waren, einmal Meeresfrüchte, Railomite und Dosenbier und 52 neue Städte. Und dann gibt es natürlich noch entsprechend Musik, Monumente und logischerweise die Optik allgemein ist natürlich an Australien angepasst. Dann würde ich sagen, hüpfen wir in das Szenario rein. Sonst hat sich nichts verändert. Die Optionen und alles ist alles gleich geblieben. Herausforderung. Ne, das ist alles. Ne, da hat es nichts Neues dazu gegeben. Wirklich nur das Szenario hier. Würde ich sagen, hauen wir noch mal rein. Das ist natürlich auch direkt schwer. Das ist natürlich super. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehen die kolonialen Gebiete Australiens aus ein paar an der Küste verteilten Städtchen und ein paar kleineren Farmen im Hinterland. Nicht gerade ein Ort, an dem man den Ausbruch einer industriellen Revolution erwarten würde. Doch der Schein drückt, denn schon bald wird eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die unumkehrbare Veränderungen mit sich bringen und Australien in eine erfolgreiche Zukunft katapultieren. Aha. So, jetzt können wir hier zwei Sachen auswählen. Das Spiel pausiert automatisch beim Bauen von Schienen, Signalen, Gebäuden sowie beim Bulldozer-Modus. Okay, das lassen wir mal an. Streckennetz. Züge müssen aufeinander warten. Du wirst Parallelgleise weichen und Signale. Ja, natürlich, das finde ich ja. Das finde ich ja ultra. So, jetzt sieht man hier die ganzen Städtepositionen, die es gibt. Wir starten hier unten, denke ich, in Melbourne.
1,5 Millionen Stadtkapital, Konkurrenten haben wir keine, KI nichts ausgewählt, Schneefall gibt's keinen und Gebiete sind an, dann würde ich sagen, hauen wir rein. Und Disziplin sind der Weg zum Sieg. So, jetzt können wir uns hier natürlich wie gewohnt auswählen. Wer unser Kapo sein möchte. Ist meine Uniform nicht farblos? Das Einstell kostet mehr. Niedrige Gleisbaukosten. Frag mich nie nach meinen Geschäften. Je weniger du weißt, desto besser. Die anderen sind nur Glücksritter ohne eine Ahnung vom Geschäft. Von der Stadt ohne Auktion erwerben. Der Neubau von Woche 50. Auktion ist 50% teurer. Ich hatte ihn doch irgendwo hier. Boah, 70% mehr, das ist aber krass. Wartungsgebäude sind umsonst, ist natürlich auch. Meinen Kollegen fehlt es einfach am richtigen Format. Das sind wir Einnahmen durch Passagiere und Post. Reparaturen laufen 10% langsamer, das war jetzt nicht so schlimm. 20% weniger Einnahmen durch. Das ist blöd. Sie gehalten den doppelten Bonus auf Ticket ein. Diese armen, ahnungslosen Wichte. Sie werden gar nicht merken, wie wir sie über den Tisch ziehen. Nicht so zaghaft. Keine Zeit zum Zaudern. Wir werden sie alle in die Säcke. 15% mehr Einnahmen durch Fracht. 15, aber dann hat man dadurch noch weniger, keine Bewerbungen von Büroangestellten. Na los, Zeit ist Geld. Das ist natürlich cool, das ist uncool, das ist toll. Technische Innovation ist einfach nicht aufzuhalten. Sicherlich ist Ihnen bewusst, dass ich sage immer die Wahrheit. Genug gesucht. Du solltest meine entweder den oder den da. Das zeigt, dass ich die richtige Wahl bin. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? So, wir nehmen den. Also für mich wäre jetzt nur der General und der Typ hier in Frage gekommen. Alles andere hat für mich, macht für mich schlecht Bonus. Hallo. Was hat Sie denn hierher verschlagen? Was sagen Sie? Eisenbahnen? Hier? Mitten im Nirgendwo? Ihnen muss die Hitze zu Kopf gestiegen sein. Aber gut, wenn Sie schon einmal hier sind, es gibt tatsächlich ein paar Dinge, bei denen eine Eisenbahn helfen könnte. Aber beschweren Sie sich nicht, wenn Sie scheitern. Ich habe Sie gewarnt. So, jetzt sieht man hier unten die Minimap. Hier hat man natürlich die Städte. Scrollen tut man mit WASD. Jetzt sind wir hier. Haben wir eine Fischerei. Was haben wir hier? Die Gewinne der Aktion darf der 13.000. Jo, komm. Nehmen wir mal mit hier. Was ist das hier? Ist auch geil, wenn man mit dem Rand scrollt. Dann hört man hier den Ton von der Umwelt. So, ich würde sagen, wir knallen mal hier. Wir verbinden mal die zwei Städte hier. Dafür machen wir das hier oben auf und nehmen. Der blinkt ja auch schon so. Nehmen wir einen kleinen Bahnhof und pflastern den. Pflastern wir den hin. Ach, den
Boxen mit rein. Ach, das ist ja doof. Dann würde ich sagen, ich lasse mal von drinnen mal rum. Ah, guck mal, da. So. Jetzt setzt man den nämlich hier oben hin. So. Ich drücke immer die. Drücke immer die falsche Taste. Errichte deinen zweiten Bahnhof in der nächsten. Dann machen wir das nochmal. Dann machen wir den dahin. Nicht wahr? Drücke immer die falsche Taste. So, dann mache ich einfach mal einen Gleisel. Direkt das. Was ist hier los? Gleisel richten. Nein, weiter. Zack. Seit der Gründung der ersten Siedlungen vor gut 40 Jahren hat sich hier nicht viel getan. Glauben Sie wirklich, dass ein paar Schienen etwas daran ändern werden? Was wir auf jeden Fall gleich noch hinbauen, ist ein Versorgungsturm, das die irgendwo hier in der Mitte. Das ist natürlich jetzt ungeschickt hier mit dem Tunnel. Dann mal dahin. Machen wir einen noch dahin. So, jetzt bauen wir einen Zug. Mal eine Linie errichten von da nach da. Beladung machen wir automatisch. Dann bauen wir noch einen Zug. Natürlich nehmen wir das Ding hier. So. Und dann fährt das Ding auch schon los hier. Jetzt hätte das früh gemacht mit Bier, alles klar. Läuft ruhig so, ne? Achso, warte mal. Kann ich den jetzt hier noch... Hier kann ich nicht. Aufgaben haben wir gemacht. Verbinde drei Landbetriebe mit einem Streckennetz. Sonst dann... Oh Gott, das hat richtig Geld gekostet hier da drin, ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt, ist der blöd. Das haben wir gemacht. So, was stellen die denn her hier? Hefeextrakt und Bier. Das heißt, die stellen Bier her, die brauchen Weizen oder Getreide. Wo haben wir Getreide? Da oben. Personal, Personal, Büro, freien oder weiter. Was können die? Der Werber kann in allen Städten eingesetzt werden und lockt in den nächsten 6 Monaten mit Werbung und Geschenken eine große Zahl an Bürger. Ein Hinweis: Wird der Werber in einer schrumpfenden Stadt eingesetzt, ist der weniger effizient. Einschaltungskosten 20.000. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon bringt, so direkt am Anfang. Weil der hat ja nur Güter. Immer wenn ein Zug eine Stadt erreicht, werden Frachtposten Passagiere entladen. Ach guck mal, dann nehmen wir jetzt Passagiere mit. Die aufsteigenden Zahlen stellen den Transporterlös dar. Je schneller Expressgut transportiert, okay, desto höher ist der Erlös. Wir könnten den Werber mal hier an Ballerrad einsetzen. Ah, ein Lokführer, alles klar. Ne, nicht Adelaide. Ballerrad.
der Zugführer, den können wir hier. Zug. Na, na. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, gibt es hier vor allem eines. Viele unerschlossene Wildnis. Ich habe nur einen Zug. Und manchmal, wie auch jetzt, kommt es vor, dass sich in den Städten genügend Menschen gesammelt haben, um eine neue Siedlung zu gründen. Da dies tatsächlich zu einem großen Teil Ihr Verdienst ist, gebührt Ihnen auch die Ehre, über einen neuen Platz für die Siedlung zu entscheiden. So, jetzt gibt es hier natürlich direkt viel zu tun. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn es dann wieder heißt Railway Empire mit dem DLC Down Under. Wie gesagt, das Spiel an sich ist in jedem DLC dasselbe, auch das Grundspiel. Nur die Züge, also hier sind es halt drei Züge, die nicht dazugekommen sind, die in dieses Land passen oder in diese Landschaft oder dahin gehören. Produkte, also Waren sind dazugekommen, aber das Spielprinzip an sich ist dasselbe und natürlich die Stadtnamen, die sind natürlich hier entsprechend an Australien angepasst. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin, ciao, ciao.